In diesem Video möchte ich dir meinen neuen Smartphone-Wallpaper vorstellen. Let's go! Hi, ich bin Alex, ich quatsch gerne über Smartphones und Technik. Wenn du auch in Zukunft keine spannenden Technikvideos verpassen willst, abonniere jetzt schleunigst diesen unfassbar tollen Kanal. Aber dalli Vor ein paar Wochen habe ich ja schon meine ersten Smartphone-Wallpaper gelauncht und die kamen sehr gut an. Und jetzt habe ich Frohes zu verkünden, denn es gibt 10 neue Wallpaper in der Kollektion. Die Wallpapers sind für jedes Smartphone geeignet, egal ob du ein iPhone oder ein Android-Gerät hast, du kannst sie bei jedem Smartphone verwenden. Die Wallpapers sind alle im selben Stil gehalten, es sind abstrakte Wallpaper mit schönen bunten Farbverläufen. Beim iPhone habe ich zum Beispiel hier so ein schönes Rot, was in so Rosa überläuft. Und bei meinem Pixel 7 habe ich hier so ein schönes Blau, das so gelb-grünlich wird. Ich finde, die sehen richtig klasse aus und vor allem mit den neuen Pixel-Geräten harmonieren die exzellent. Denn bei Android 13 kann man auch die Icons einfärben und mit Material Hue passen sie sich der Farbe von dem Wallpaper an. Hier habe ich zum Beispiel so ein schön buntes, auch mit Rosa, Grün, Orange, Blau, hier ist alles dabei. Das sieht auch mega nice aus auf dem Pixel 7 Pro. Und weil ich auch immer oft gefragt werde, was das hier für ein Uhren-Widget ist, das ist die Google Pixel-Uhr. Die musst du aus dem Play Store runterladen und dann hast du dieses Widget, das du dir auf dem Homescreen legen kannst. Und hier nochmal ein Beispiel, wie es auf dem S22 Ultra aussehen könnte. Hier habe ich jetzt ein lilanes gewählt. Und es sieht auch sehr schön clean aus. Hier oben habe ich wieder die Pixeluhr und hier unten dann meine Icons. Meiner Meinung nach gibt es keine schöneren Wallpaper auf dem Markt. Ich bin mega happy mit den Wallpapern und deswegen freut es mich, euch heute weitere 10 vorstellen zu können. Und das war natürlich hier nur ein kleiner Auszug von den ganzen Wallpapern. Wenn du die haben willst, schau mal in der Beschreibung, da habe ich sie dir verlinkt. Und für treue Zuschauer von mir gibt es auch noch einen Rabattcode. Mit dem eingeblendeten Code kannst du auch nochmal 5% sparen. Der Code gilt aber nur für 48 Stunden. Also wenn du deinem langweiligen Homescreen ein neues Leben einhauchen willst, schau dir mal meine Wallpaper an. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Welches von den Packs gefällt dir am besten? Schreib's mir in die Kommentare. Gib mir gerne ein Like und abonniere meinen Kanal, um mich zu unterstützen. Folg mir gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir noch zwei andere Videos anschauen. Wählerweise.